Schaub dich! Hallo liebe Quick- und Hardscoper, ich bin XX Max Scopes und da Trickshotten zu zweit am schönsten ist, habe ich noch einen Gast dabei. Hallo und herzlich willkommen Quickscoper und Trickshotter und Noscoper bei eurem Commander Snipes mit HD. 3Z. Mit 3Z. Ganz wichtig. Ja. Und das ist auch das Thema heute, würde ich mal sagen. Genau, Scopen. Es geht heute um Scopen, Snipen, Snipes und diesen ganzen Tierdönse. Und um MW3, sozusagen. Genau, da also wo das Ganze in der Perfektion ausgeführt wird, in der Perfektion. Und die Frage ist natürlich, warum? Warum ist das wieder drin? Obwohl er selbst gesagt hat, hier Mr. 402 persönlich, dass es eigentlich in MW2 mehr oder weniger ungewollt war, diese Geschichte. Genau, dass es ein Fehler war sogar, dass sie es eigentlich gar nicht so haben wollten. Und dass die Community diesen Fehler ausgenutzt hat. Ja. Und ja. Das ist jetzt das. Behaupten böse Zungen, YouTube wäre in dieser Szene gar nicht so groß geworden, wenn es diese Quick und No und Trickshotter gar nicht gegeben hätte. You and Chris, sage ich dazu nur. Klar, es hätten bestimmt bei weitem nicht so viele angefangen mit Scopen und sonstigen Geschichten. Aber was ich mich frage, ist halt immer, warum ist das nötig, einen Spielfehler eigentlich in ein weiteres Spiel zu überführen irgendwie? Das leuchtet mir nicht ein. Das kann ja nicht wegen der Spielbarkeit sein eigentlich, weil dann wäre es ja kein Fehler. Ich behaupte mal eher, das liegt daran, weil das so viele geil finden, dass es wieder drin ist. Ja. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich die ganzen Montagen anschaut, Max Scopes, dann sieht es ja so aus, man sieht immer die gleichen Stellen. Man sieht bei Highwise einer Sniper quer über die Map, dann bei Skidrow auf der Treppe, Modern Warfare 1 bei Showdown, wo diese Statue da von dem Alibaba da da vorbei, oder auf Countdown. Also das sind ja die vier Maps, die für Sniper, wo die, ich sag mal, ihren spielerischen Orgasmus bekommen. Wo sie sich austoben können. Da sind wir auch schon direkt beim schönsten Punkt. Der sniperische Orgasmus, wenn sie einen Triple- oder Quad-Feed gemacht haben. Nice! Also, ganz ehrlich, Leute, ich finde es langweilig. Und mal ganz ehrlich, diese ganzen Montagen, was zeichnet diese Montagen aus, meiner Meinung nach? Die Musik, das Zusammenschneiden, die Effekte. Ob der jetzt da mit einer Sniper irgendwie einen Triple-Feed macht oder einen Quad-Feed, ist mir sowas von Schnuppe. Da kommt es einfach nur darauf an, dass das Ganze schön zusammengeschnibbelt ist. Ja, und was ich auch zu diesen Sniper-Montagen sagen muss, ich gucke es mir ehrlich gesagt selbst gar nicht mehr an, weil es ähnelt sich halt schon extrem eine Montage zu anderen. Es sind ähnliche Scopes, okay, das andere mag ein anderer Trick sein oder sonst was, aber ich finde es, müssen wir auch noch sagen, das ist eigentlich unsere persönliche Meinung hier, nicht, dass uns jetzt wieder einer unterstellen will, wir würden alles per se schlecht machen und sonst was. Nein. Kann natürlich schon so rüberkommen. Ich meine, wir müssen mit leben, wir können es nicht ändern. Genau, wir sind einfach zwei Kommentatoren, die einfach ihre Meinung mal unters Volk mischen. Diese einfach mal rausknüppeln, rausscopen. Genau, wir quickscopen die jetzt raus. Und kannst du dir Black Ops vorstellen mit quickscopen, mit richtigem MW2-Style quickscopen? Nee, also deshalb finde ich Black Ops für mich auch interessant, weil ich da einfach diese Psychopathen nicht habe. Ich fände es geil, ich muss es immer noch sagen, ich fände es geil, wenn die bei Modern Warfare 3 ein Map-Pack rausbringen können, wo die so eine Art Skatepark haben mit Gerüst und einem Türmchen und einem Sandkasten, wo die ganzen Scoper rumhüpfen können und springen können und machen können und tun können, was sie wollen. Da habe ich nichts gegen, können sie gerne machen, aber dann sollen sie mich in meiner Lobby in Ruhe lassen. Das ist ein guter Punkt. Du kannst ja angeblich jetzt mit Elite so eigene Sniper-Playlisten und sowas erstellen. Ja, das fehlt mir auch noch. Das Problem ist, ich glaube, das spielt keiner. Die wollen sich ja gerade in Public Matches austoben. Leider ja. Die sollen sich doch einfach da Sniper gegeneinander, sollen sie da ihr Quickscope-Duell machen. Das ist ja auch geil. Hast du das schon mal gesehen irgendwie? So suchen one, one und zerstören. One. So suchen und zerstören. Die beiden letzten Überleben sind Sniper und jeder will natürlich den Schuss so schön wie möglich beenden, damit die Lobby brüllt und grölt. Und dann dauert das Ding, geht über die Zeit zu Ende oder kurz vor Abschluss schafft da mal einer einen Luckshot. Weil die sich da wie die Deppen gegenüberstehen und aus 2 Meter Entfernung sich versuchen, da zu no-scopen, wo eigentlich ein. Dann ja. Wird aber wild rumgeschrien im Hintergrund, ne? Bei der ganzen Geschichte. Auf jeden Fall. Da wird mitgefeiert. Da gehen sie total ab. Und das ist ja auch der Hauptpunkt bei der ganzen Geschichte. Das, was mich persönlich am meisten stört, ist dieses: Ich snipe und das ist der einzige Weg, irgendwie die Königsklasse des Spielens und das Skilligste, was es auf der Welt gibt. Ja. Das ist einfach das, was mich wirklich aufregt.
Und dass man nicht sagen kann, okay, guck mal hier, ich spiele das, ich finde das geil, wenn jemand was anderes spielt, ist auch okay. Und einfach darauf besteht, obwohl man weiß, dass ich mit der Sniper-Klasse keine Chance habe gegen einen mit MP5 und Juggernaut, weiterhin mit Sniper dagegen anrenne, ohne umzuswitchen, Mit MP5 und weißt du? Juggernaut. Das ist ja extreme, aber warum kann er nicht einfach sagen, okay, ich komme nicht gegen diese Klasse an, ich switche jetzt um auf was Gescheites. Da muss er sich doch nicht wundern, wenn er Nee, gebasht das ist wird. der Stolz. Das ist der Stolz. Und dann ist der andere automatisch ein Noob. Ja, klar. Das ist das Problem. Ich Weil verstehe. er sich einfach ja, für ein Mittel entschieden hat, den Typen zu besiegen. Weil dann hat er nämlich die Arschkarte gezogen. Jetzt, aber ich möchte auch mal so ein paar Themen einbringen. Zum Beispiel, ich finde ja persönlich, dass die Sniperwaffen overpowered sind. Huhu, jetzt geht's draußen Was? ab. Wir kriegen eh so viele Dislikes. Sie haben schon alle Dislike gedrückt, bevor Ja. wir jetzt hier an der Stelle sind. Ist egal. So, also auf jeden Fall, warum findet der Commander Snipes HD, dass ZZZ. die Sniper-Gewehre overpowered sind? Also erstmal, so ein Sniper-Gewehr wiegt mal mindestens 15 Kilogramm. Und wenn man damit mal ganz gemütlich rumrennt, wie mit einem leichten Maschinengewehr, geht das schon mal meiner Meinung nach überhaupt nicht. Also man hat mit einer UMP oder mit einem Sniper-Gewehr keinen Geschwindigkeitsverlust. Man läuft mit 100%. Und meiner Meinung nach müsste das schon mal das allererste sein. Und das wäre auch das allererste, was ich ändern würde, wenn ich da irgendwie nur ein Wort zu melden hätte, dass ein Snipergewehr genauso, ja, einen verlangsamt wie ein leichtes Maschinengewehr. Das Lustige ist, ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass es so ist, aber wir haben vorhin nachgeguckt, das ist echt nicht so. Ich wusste es bis vorhin selbst nicht. Und Also mit einem SMG, also sprich mit irgendeinem leichten mit irgendeiner Submachine Gun, bist du genauso schnell wie mit einem Snipergewehr. Nimmst du dann zum Beispiel die TAR-21 oder die SCAR jetzt einfach mal auf Modern Warfare 2 bezogen, hast du eine Geschwindigkeit von 95%. Ein Maschinengewehr 87,5 und ein Schild ist das Schlimmste, weil es gibt 80%. ja. So, und ich finde, so eine Sniper könnte man so bei 87, 85% einordnen. So LMG-Style-mäßig. Ich meine, das ist ja auch so ein fettes Ding eigentlich. Genau. Vielleicht machen wir es, dass wir hier auch noch so ein kleines Video einfügen, damit ihr mal seht, wie so ein Snipergewehr vielleicht überhaupt in der Realität aussieht. Und jetzt stellt euch mal vor, falls was machen wir, oder? Ja, gucken wir mal. Genau. Und dann stellt euch mal vor, ihr habt da so ein 15 Kilo Apparillo in der Hand und müsst damit aus dem Stehen einfach mal jemanden abschießen. Egal, ob ihr jetzt ein No-Scope, Trickshot oder irgendwas macht. Ich glaube, da macht keiner No-Scope. Ohne Scheiß. Also wenn ihr das Teil in der Hand habt, da ist Feierabend. Das gerade zu halten, und das finde ich, sollte auch noch geändert werden, dass das Ding da wirklich von Pontus nach Pilatus wedelt, nur nicht auf den Gegner. Das finde ich, sollte auf jeden Fall noch geändert werden. Und sowas wie No-Scopes ist schon mal gar nicht mehr möglich, meiner Meinung nach. Ja, das, dann zu No-Scopes kommt ja noch dazu, dass du mit so Waffen wie mit der Barrel, mit der 50-Kaliber, dass du halt einfach extrem aus der Hüfte sprayen kannst und einfach ziemliche, naja, ich weiß, die Sniper hassen mich jetzt dafür, aber geile Luck-No-Scope-Bashs machst damit. Oh, Lack. Luck ist, ja, ich weiß, es ist alles Skill, die haben das im Kopf schon berechnet, bevor sie abgedrückt haben, dass sie jetzt den Schritt nach links gemacht haben, deswegen das Fadenkreuz 3 cm nach rechts gegangen ist, der No-Scope trifft, ist schon klar, aber Berechnung. ich sag's einfach mal so, bei mir ist es Luck, wenn ich spraye mit der Barrett und treffe. Und das ist auch was, das kann eigentlich nicht sein, dass das so extrem auf Zufall basiert irgendwie. Was ich auch schön finde, ist, die Leute sagen jetzt immer, ihr habt was gegen Sniper, dann spielt doch mal mit der Sniper. Ja, das kommt auch sehr oft. Das ist, finde ich, super. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon ein paar Mal gesnipert und es flasht mich einfach nicht. Was soll ich da, was weiß ich, ein 360 von einem Haus machen, rumhüpfen, tanzen? Ich will den Gegner platt machen und nicht da irgendwie ein halbes Magazin auf dem verbraten oder vielleicht auch vielleicht mit einem glücklichen One-Scope Ich stun ihn den dir Typen auch platt vorher. machen. Ja, das ist super. Ist halt, ich weiß nicht. Es gibt ja auch viele Leute, die das normal spielen wollen einfach. Genau. Und die kann man ja lassen und, das ist immer so eine Geschichte. Shotgun Ich auf Range, habe ich ja vorhin gesagt, zu so einer Sniper. hau jetzt direkt noch was raus. Das wird in den Kanal kommen, in den Videokommentaren wird dazu abgehen. Und zwar, ich muss ganz ehrlich sagen, so wie das Snipern bei Battlefield umgesetzt worden ist, finde ich es wesentlich besser als wie bei Modern Warfare 2. Muss ich auch sagen. Ich meine, es gab ja letztens bei mir auch so eine Scope-Geschichte in Battlefield, in Bad Company 2 in dem Fall, wo auch alle am Anfang gesagt haben, oh, Sniper, das ist das Allerskilligste überhaupt, was es in diesem Spiel gibt. Dann habe ich ein Video auch mal gemacht, habe extra noch dabei gesagt, ich kann es noch nicht so gut. Und da kam gleich, Max, mit dieser Waffe und diesem Aufsatz ist das Noob. Das geht gar nicht. Ja, hast ja gesagt, dass du ein Noob bist quasi.
Ja, da darf ich sowas auch benutzen eigentlich, oder? Ja, Und finde ich auch. vor allem, was es in Bad Company 2 auch gibt, ist Auto-Aim. Und ich denke mal, das ist auch eine Sache, die dich bei dieser Quickscope-Thematik aufregt. Also ganz ehrlich, ich spiele bei Black Ops, ich bin bei Black Ops sehr dankbar darum und ich hoffe, dass bei MW3 wieder so vorkommt, dass man das Auto-Aim ausschalten kann. Ich bin ein Spieler, der Auto-Aim ausgeschaltet hat, weil ich dieses Teil nicht mag. Wenn ich auf einen Gegner schieße und da rennt einer durchs Bild, dann geht mein Aim mit. Da habe ich keinen Bock drauf. Der soll auf den Mann gehen, auf den ich zielen will. Okay. Und ich will den Typen abknallen. Und ich hoffe, dass die es wirklich mal so machen, dass es dieses Auto-Aim gar nicht erst gibt. Das wäre was. Also Auto-Aim allgemein würde dieses Spiel man muss ein bisschen was auf die Reihe kriegen, Faktor doch deutlich anheben. Ja, Das vor gibt's allem, da aber machen nicht. sich die Leute auch mal wirklich Mühe, was sich anzutrainieren. Bei Modern Warfare 3 wollen sie es ja so machen, dass die Waffen wieder ihre einzelnen, ja, Belohnungen quasi kriegen. Das heißt, man muss mit der Waffe so und so viele Leute abknallen und kriegt dann irgendwas dafür. Und ich finde, da ist das Ganze sogar dann noch wesentlich spürbarer, wenn man das Auto eben ausschalten würde, weil die Leute einfach gezwungener sind, sich eine Waffe auszusuchen, mit der sie gut klarkommen. Das ist sicherlich wahr. So, mit dem Auto-Aim hast du ja teilweise schon Glück, Leute abzuballern. Ja, natürlich, du hast vor allem am heftigsten, finde ich, wenn es durch die Wand auto-aimt. Oh Ne? ja. Du guckst gegen die Wand, auf einmal siehst du dein Fadenkreuz, was sich bewegt, so zipp, nach links. Da weißt du, oh, guck mal, da läuft ja gerade einer. Ja, aber das war jemand mit Skill. Genau, das ist alles mit Skill zu tun. Problem ist an der Geschichte, dass es halt verdammt viele Leute spielen wollen. Ich meine, okay, wir gehören bestimmt nicht zur Minderheit, aber es gibt verdammt viele Leute. Ich weiß nicht, wie würdest du das einschätzen? 50-50, die es gut finden, oder eher 60-40, oder? Also ich denke ganz ehrlich, dass am Anfang wesentlich mehr Leute Quickscoping cool fanden. Und so nach und nach verliert für die Leute auch ein bisschen der Reiz, weil sie sehen immer dasselbe, sie machen letztendlich immer dasselbe. Gibt keine Herausforderung. Ich habe letztens nochmal, ich möchte den Namen hier nicht nennen, mit einem totalen Freund von No-Scopen, Trickshotten etc. gesprochen. Und diese Person sagte zu mir, es ist eine gewisse Challenge, es geht um die Herausforderung, es geht um das Besondere. Daraufhin habe ich dann gesagt, ja, dann schnappt ihr zum Beispiel jetzt bei MW2, schnappt ihr die einfach die M240, packt dann Infrarotvisier drauf und dann hast du genau deine Challenge. Weil die Waffe mit einem Rotpunktvisier ist einfach nur Scheiße. Ja, mit dem Infrarotvisier. Ich kann das RPK mit Thermal Sight, kannst du Ja, machen. genau, sowas. Da sagen sie dann, nee, nein, nein, das ist ja was ganz anderes. Also da ist der Punkt, sie lassen wirklich auch nicht mit sich reden. Wir sagen ja zumindest, okay, wir unterstützen die Sniper, die sollen ihren eigenen Snipe-Park da bekommen. Ja. Und, oder das ist zumindest meine Meinung, ich weiß nicht, wie du darüber denkst. Find ich gut. Bringt wahrscheinlich nichts, weil es keiner spielen wird. Aber Genau, prinzipiell aber finde ich es gut. jetzt stell dir mal vor, wie fändest du die Idee, wenn man die Sniper-Gewehre komplett aus dem Spiel rauslassen würde, aber dafür, für die Leute, die gerne Sniper möchten, eine eigene Sniper-Lobby. Da können sie sich auf den ihren ganzen Maps, können sie sich da rumtoben, scopen bis zum geht nicht mehr. Und auf den normalen Lobbys, wo wir spielen, gar keine Sniper. Wie würdest du denken, würde das das Spiel beeinflussen? Schwierig zu sagen. Ich sag mal so, das wird sich wahrscheinlich so ein bisschen verhalten wie am Anfang in Black Ops. Denn am Anfang in Black Ops war ja Snipern, also dieses Quickscopen und sowas in der Richtung, ging ja gar nicht. Dein Zielkreuz ist irgendwo random auf dem Bildschirm hingesprungen, nach dem Namen in Scope gehen und sowas. Ich bin der Meinung, es würde das Gameplay für mich persönlich, kann ich jetzt ja nur sprechen, deutlich verbessern und es würde zu deutlich weniger Flame Wars unter den Leuten führen. Glaube ich auch. Glaube ich auch. Ja. Und es wäre für mich, also für mich zumindest wesentlich angenehmer. Ja, wäre es, ganz ehrlich. Da muss ich aber auch noch sagen, was mich bei Modern Warfare 2 angekotzt hat, dass die Typen, ich habe damals bei Modern Warfare 2 habe ich einen Typen erkannt an der Tarnung, was das für ein, ja, was er für eine Waffe hat. So, ob der einen Sniper dabei hat, da hat er seinen Tarnanzug an. Bei Black Ops muss ich quasi immer raten, weil da geht es halt vom ersten Perk-Slot Ghost, hängt es genau. da halt ab. Das finde ich wirklich schade. Also das fand ich früher cooler, dass du halt am Aussehen erkennen konntest, was du jetzt da für einen Typ Das, gegenüber hast. ich weiß nicht, ich denke mal, das wird wieder so sein, MW3, Denke oder? ich auch. Denke Ich ich weiß auch. nicht, habe ich noch nichts zu erfahren. Ich muss jetzt aber noch eine Sache sagen, zu wo du vorhin erzählt hast. Ich denke nicht, dass es, also doch, ich denke auch, dass es den Leuten durchaus um Challenge geht, aber es geht auch so ein bisschen um die Anerkennung in der Quickscope-Gemeinde oder in der Sniper-Gemeinde. So, wenn man diese ganzen Geschichten macht oder irgendwelche Montagen macht dazu oder so. Ja, aber woran bemisst man das deiner Meinung nach? Also ganz ehrlich, für mich sehen 50% der ganzen Quickscopes
sehen für mich gleich aus. Vielleicht sehen die ja nur für uns gleich aus. Wir müssten jetzt irgend so einen ja, Fan dieser Geschichte mal inviten und fragen oder so. Aber ich denke schon, dass das für Kenner der Szene Fürs irgendwie geschulte Quickscope-Auge. fürs geschulte Auge einen Unterschied macht. Ich meine, HD. für mich sieht das nur in 720p. Für mich sieht das alles gleich aus, aber vielleicht ist es ja nicht gleich. Vielleicht tun wir den ganzen Snipern auch Unrecht. Man weiß es ja nicht, ne? Die haben sogar ihre eigenen, beim Skaten hast du ja auch so Tricks. So Ja. mit bestimmten Namen und Da so ein musst du den Scheiß. Friseur mal fragen, ist das Skater hier. Genau, und die haben ja für ihre Snipes-Aktion haben die ja auch so Namen schon. Da frage ich mich, was willst du machen? Außer einem 360, 720, 1080, dann wird es langsam dicht oder was? Ja, Weapon Switch, Claymore, Flip, was weiß ich denn alles? Das ist genau, also Quickscoper kann man letztendlich so quasi festhalten, sind genauso Leute, die bei Fuel in den Stein glitschen. Weil Das sie ist aber nutzen hart. einen Spielfehler aus. Genau. Als nächstes, wer mir den, das muss ich jetzt mal erzählen, wer mir den Trickshot zeigt, den uploade ich sogar. Mit dem Ballistic Knife, oder nein, mit dem Wurfmesser ist in Modern Warfare 2, ne? Ja, Ja. mit dem Wurfmesser einen Harrier runterholen, danach einen No-Scopen. Wer das schafft und aufnimmt als Killcam, der wird hochgeladen. Sofort. Mit dem Wurfmesser einen Harrier Und runterholen danach einen und dann. No-Scopen. Okay. Und das in der Killcam, das lade ich sofort rauf. Ganz bestimmt. Gut, wer mir das präsentiert, der kann sich gerne bei mir melden. Wollen wir noch was Persönliches sagen am Schluss? Oder nicht? Also, was heißt versöhnlich? Ich sag mal so, ich stehe zu meiner Meinung, dass mir die Sniper auf den Sack gehen letztendlich. Ja, das kann ich unterschreiben. Und dass die von mir aus gerne ihre eigene Lobby haben. Ich möchte diese Rasse nicht ausrotten. Der Sniper, ich akzeptiere es, dass sie snipen, aber sie sollen es doch tolerieren, dass ich sie nicht bei mir haben will. Genau, oder dass man halt was spielt, was in der Situation einfach sinnvoller ist und danach nicht rumflamen. Sonst kann ich den Rest ehrlich gesagt genauso unterschreiben und wir können den Sniper dann noch etwas Hilfestellung anbieten. Also, Schreibt euch nicht ab, Leute. Wir sind auf eurer Seite. Wenn ihr aufhören wollt mit Snipen, wenn ihr wissen wollt, wie ihr eine vernünftige Waffe spielt, dann schaut euch unsere Gameplays an. Dort findet ihr Hilfe. genau, für Aussteiger können sich gerne bei uns melden. Für Aussteiger. Ja. Das ist auch noch ein Punkt. Warum gibt es in der ganzen deutschen Community keinen großen Kommentator, der durchweg scoped und sniped? Gute Frage. Keine Ahnung. Also, ich sag mal, wir haben Tio, der hat mal damit angefangen. Der hat sogar hier Quickscope-Tutorial und so. Er ist ja auch vom Snipen weggegangen. Er spielt ja auch mit normalen Waffen. Warum hat er das gemacht? Warum gibt es keinen YouTuber, der groß ist? Also in Deutschland Ich sag zumindest. mal, genau, in Deutschland. Die Amis, die haben ja eh alle eine Waffe. Da brauchst du einfach nur eine Fahne aufstellen und dann sind die schon am Feiern. Nee, warum gibt es in Deutschland, in unserer Community, keinen Sniper, der wirklich viele Abonnenten hat, das Ganze richtig top kommentiert? Warum gibt es sowas nicht? Weiß ich nicht. Gute Gibt Frage. es da draußen keinen? Und Müsst. jetzt schreibt uns nicht an, hier, ich bin ein Sniper und ich möchte mehr Beachtung bekommen. Nee, darum geht es nicht. Weil wenn du der super Pro-Sniper wärst, ich glaube auch, dass die Sniper sich untereinander, das ist auch sowas, ich bin der bessere Sniper. Das ist auch natürlich ein Fall. Was aber auch dabei ist, so dieses gegenseitig Loben. Das ist natürlich auch am Start. Ganz, ganz. Findest du das? Also ich finde immer Ja. nur so, wenn ich zum Beispiel so Sachen auf Facebook oder so lese, dann kommen die Leute an, ja, hier, ich snipe's alle weg und direkt der nächste Eintrag, dann, ey, was willst du wetten? Hier hast du meine Skype-ID oder meine PS3-ID. Ja. Lass uns mal um die Wette scopen. Klar, die gibt's natürlich auch. Die Also die gibt's. fühlen sich direkt am Sack gegriffen, also sprich an ihrer Würde gepackt und wollen sofort beweisen, wer der bessere Quickscoper ist. Das stimmt. Problem ist dann, wenn der andere dann gewinnt, dann ist es aber nur entweder Lag oder halt Noob-Waffe. Hostvorteil, ganz klar. Host-Vorteil oder halt Noob-Waffe, AZOG oben drauf oder sowas. Das ist halt auch gut, aber sagen wir so, dass das Abstreiten, dass man selbst schlechter ist, das kennt man auch von anderen auch, so ist es nicht. Ja. Damit möchte ich auch direkt nochmal sagen, ihr braucht mich jetzt nicht zu einem Quickscope-Duell herausfordern oder irgendwas. Nee, ihr seid besser als ich, gebe ich offen und ehrlich zu. Ich werde vielleicht jetzt die Tage nochmal irgendwie einen Hauch von einem Sniper-Gameplay hochladen, damit die ganzen sich beruhigt fühlen. Wo ich auch Quickscope, huhuhu.
Aber letztendlich gefällt mir nicht, es macht mir keinen Spaß und es haut mich auch nicht um. Also ich finde es langweilig, sorry. Ich finde es viel interessanter, mit einer abstrakten Waffe zu spielen und vernünftig zu spielen. Ja. Muss ich auch sagen. Also die ganzen Sniper meiner Meinung nach, wenn jetzt gerade suchen und zerstören, MW2 suchen und zerstören, du gehst in der Lobby und siehst nur vor dir da diese Tarnanzüge, da weißt du schon mal direkt alles klar. Wenn du stirbst, dann jebbitiert Samba, ey. Das hast du, wie gesagt, das hast du in Bad Company 2 auch. Da hast du am Start auf einer Map erst noch einen Sniper-Felsen, 5 Stück hocken aus dem eigenen Team, da geht nichts nach vorne. Weil die sitzen halt einfach hinten und treffen halt noch nicht mal zum größten Teil. Das ist das große Problem dabei. Ja, Ja. würde ich sagen. Es tut uns leid. Wir hoffen, dass bei MW5 dann endlich mal gepatcht wird, dieser Fehler. Ich Hoffen hoffe es. wir mal. Und Und jetzt kommen wir zur Videofrage. kommen wir? Was esst ihr heute? Nein. Was habt ihr gestern gegessen? Auch nicht. Nee, was haltet ihr von dem ganzen Thema? Das ist Wie ist wichtig, ja. eure Meinung? Seid ihr pro Scopes? Seid ihr Contrascopes? Seid ihr pro Quickscoper, pro Trickshotter, was auch immer? Gebt uns einfach mal eure Meinung, euer Feedback rein. Weil ich bin mal trotzdem an eurer Meinung interessiert. Und wir machen es einfach mal so. Wenn jemand da draußen ist, der sagt, ich hasse Sniper, dann soll er diesem Video einen Daumen nach oben geben. Wenn da draußen jemand ist, der sagt, ich bin ein Sniper und ich finde Snipern geil, dann soll er diesem Video einen Daumen nach unten geben. Siehst du, deswegen haben wir es bei dir raufgeladen. Ist mir scheißegal. Ja. Also, wenn ihr für Snipern seid, gebt ihr dem Video einen Daumen nach unten. Wenn ihr gegen Sniper seid, gebt ihr dem Video einen Daumen nach oben. Kann ja nicht so schwer sein, oder? Denke ich auch. Und was man vielleicht auch noch machen könnte, ist, also zumindest ich werde ja öfters geflamed in Videos. Ich bin so negativ gegen Sniper und ich flame Sniper immer. Ihr dürft uns in diesem Video oder mich ja so mal richtig flamen, so mal richtig hassen, so du scheiß Noob, du kannst gar nichts und sowas in der Richtung. Dafür den anderen dann nicht. Also, das könnt ihr jetzt alles hier abladen, dann ist gut. Genau, ich lösche nichts, viel Spaß. Genau. Haut alles raus, was ihr Max schon immer mal in den Kopf schmeißen wollt. Genau, noch nicht mal bei mir auf dem Kanal, das ist das Allerbeste. Das passt wunderbar. Ja. Alles raushauen. Und am besten machen wir dann nachher nochmal einen Nachkommentary, wo wir uns dann hoch und heilig entschuldigen und das nie wieder vorkommen wird. Zumindest nicht in der Black Ops-Ära. Ja, die ja Dass eh wir schon über die. vorbei ist. Ja, eben, dass wir nie wieder über Sniper in der Black Ops-Ära heulen. Genau. Das machen wir dann in der MW3-Ära. Gut, jetzt haben wir uns aber schön ausgelassen über die ganze Geschichte. Ja, muss ja auch mal sein, oder? Ja, Also ganz bin ich auch dafür. ehrlich. Das sind Sachen, die müssen einfach mal gesagt werden. Das war vielleicht nicht alles so hundertprozentig objektiv. Man geht bei dem Thema auch schwer, aber ich Nö, denke. wir haben direkt von Anfang an gesagt, das sind persönliche Ist Meinungen. unsere Geschichte, genau. Und wir können ja vielleicht so eine Staffel machen, die wir dann beim nächsten Mal auf deinem Kanal hochladen. Das wäre auch ein Punkt. Ihr schreibt uns einfach in die Videokommentare, was ist das nächste Thema, über das ihr von uns sinnlos unterhaltet werden möchtet. Könnt ihr machen, ja. Und wenn da, was weiß ich, keine Ahnung, Second Chance ist, dann hauen wir da unsere Meinung zu Second Chance das nächste Mal bei Max auf dem Kanal. Und dann machen wir, wie sollen wir die Staffel nennen? Scope dich. Scope dich. Das nennen wir Scope dich, finde ich gut. Ja, Gut. also, Max, Dann. ich überreiche dir hiermit das feierliche Schlusswort. Oder Max, Entschuldigung, Max Scope. Scoped. Ja, dann danke ich dir für diese Gelegenheit, Commander Snipes HD. Ich muss jetzt den Namen nochmal sagen. Und ich verabschiede mich so halb Commander Kriegermäßig mit gut, scope dich. Ja, Tschüss. macht's gut, tschüss. Drei, zwei, eins, los. Hallo, Jungs. Ach, scheiße. Nein, nicht Jungs und Mädels. Quickscoper. Drei, zwei, eins, los. Hallo, ihr. Oh, ist ja abartig. Drei, zwei, eins, los. Hallo, liebe Quickscoper und Hardscoper. Ich bin der Max Scopes und da Trickshotten allein. Nein, das ist.